Also Prozentzahlen in Brüche zu verwandeln, ist das Allerleichteste. Damit fange ich im Allgemeinen noch an. Guckt mal hier. Hier steht 4%. Ja. Prozent, wir sagen das mit Z mittlerweile, heißt eigentlich nur Hundertstel. So, das heißt, wenn ich 4 von solchen Hundertstel habe, kann ich es auch als Bruch schreiben. Da wäre ich schon fast fertig. Normalerweise kürzt man dann aber, bis es nicht mehr geht, wäre ein 25stel. Ich habe das schon mal vorbereitet hier. 20% sind 20 Hundertstel. Prozent, Hundertstel. So, naja, nu. Jetzt kann ich natürlich kürzen. Das Einfachste ist erstmal eine Null wegzustreichen hier. Guckt mal hier. Schwupp und schwapp. Und jetzt heißt es 2 Zehntel und das geht nochmal beides durch 2 zu kürzen. Dann bleibt hier durch 2 ist 1, durch 2 ist 5. Also ganz sauber ein Fünftel. So, gut. Jetzt gucken wir uns das mal an. 300%. Naja, dann schreiben wir einfach 300 Hundertstel. Und da ja der Bruchstrich sowas heißt wie geteilt durch, kann ich gleich sagen, 300 durch 100 ist gleich 3. Eine glatte Zahl. Fertig. So, jetzt hier 71 Hundertstel dürfte auch kein Problem sein, das umzuschreiben. Das ist bloß eine Umschreiberei. Statt dieses Zeichens schreibe ich Hundertstel. Und jetzt versuche ich zu kürzen, aber 71 ist eine Primzahl und da geht es nicht. Dann bin ich in diesem Fall fertig. Ich werde hier gleich nochmal einen Link zu einem Video fügen, der führt direkt in den Unterricht und zwar direkt zum Thema, ohne große Vorrede. Ihr könnt aber noch hin und zurückspulen, falls ihr noch was nicht verstanden habt oder was auch immer. Aber ich denke mal, das müsste eigentlich ganz gut klappen. Da sind auch Übungen dabei und ja, jetzt habe ich so viel geredet, damit der Link endlich erscheinen kann. Aber ich höre jetzt auf. Ich wünsche euch viel Freude beim Verstehen und wir sehen uns im Unterricht. Bis denn. Tschüss.